Abu Hanifa hat das nicht so gesagt, dass die Handlungen überhaupt keine Auswirkung haben. Er sagte, rahimahullah ta'ala, Handlungen sind wichtig. Handlungen sind wichtig, aber sie sind keine Säule des Glaubens, also oder Bestandteil. Also Ahlus Sunnah sagen was, As-Sahaba und die Tabi'in, also Ahlus Sunnah und Jama'a, sagen im Bereich, in der Definition von Iman, der Iman besteht aus Verinnerlichung im Herzen, Aussprache mit der Zunge und Umsetzung der Tat. Das bedeutet, jemand, der sagt, ich glaube an Allah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, und er glaubt daran, aber er hält sich an kein einziges Gebot im Islam. Betet nicht, fastet nicht, macht keine Hajj, trinkt Alkohol, er hält sich an keine Sache. Praktisch tut er nichts. Der ist gemäß Ahlus Sunnah und Jama'ah kein Muslim. Warum? Weil die Taten sind Bestandteil des Glaubens. Es reicht nicht aus, den Iman im Herzen zu haben. Ich glaube daran, es gibt Gott. Ich glaube daran, Muhammad ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und ich sage es, aber ich halte mich an nichts. Es geht nicht darum, er hält sich an ein paar Sachen. Es geht um wen? Um denjenigen, der sich an nichts hält. Die Murji'a sagen, doch, doch, das ist ein Gläubiger. Das ist der himmelweite Unterschied zwischen der Aqidah von Al-Sunnah und die Aqidah der Murji'a. So. Was ist jetzt die Haltung gegenüber die Aussage von Abu Hanifa? Und Abu Hanifa hat es nicht erfunden, sondern seine Schuyuch hatten bereits diese Ansicht. Es gibt mehrere in den Tabi'in, unter den Tabi'in, einige unter den Tabi'in, die diese Ansicht hatten. Diesen einfachen Irja, nicht diesen reinen, radikalen Irja, sondern diesen einfachen. Der einfache ist was? Sie sagen, guck mal, Handlungen sind wichtig. Und Menschen werden bestraft, wenn sie sündigen. Yawm al-Qiyamah kann man in die Hölle kommen, wenn man sündigt. Murji'a sagen, nee, nee, hast du an Allah geglaubt? Jackpot, das war's. Egal, was du machst, du kommst nicht in die Hölle. Abu Hanifa, rahimullah, hat das nicht gesagt, sondern hat gesagt, guck mal, der Glaube an sich, der Glaube, was ist Glaube? Du verinnerlichst und sagst es. Taten sind sehr, 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 sehr wichtig. Diese Ansicht jetzt, die Ulama haben verschiedene Haltungen, wie sie das beurteilen. Einige sagen, das ist zwischen Abu Hanifa und den anderen Gelehrten von Ahlus Sunnah, ist das nur ein sprachlicher Dissens. Also vom Inhalt her meinen sie das gleich. Diese Ansicht ist wer? Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, in seinem Kommentar zur Aqidah Tahawiyyah sagt er, das, was Abu Hanifa sagt, auf der einen Seite, und das, was die anderen Gelehrten sagen von Ahlus Sunnah, das ist kein Widerspruch. Das ist eine andere Formulierung. Der eine formuliert so, er sagt, das ist Bestandteil, und der andere sagt, nee, es ist nicht Bestandteil, aber es ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine Formulierungsangelegenheit. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, spricht sehr detailliert über dieses Thema. Er sagt, es kommt darauf an, was meint er. Also jetzt wird es dann ein bisschen zu viel für diese Reihe, dass wir da tiefer eingehen. Es gibt andere Gelehrte, die sagen, doch, doch, das ist ein himmelweiter Unterschied. Dazu gehört Ibn Baz, rahimahullah. Dazu gehört Al-Albani, rahimahullah, ta'ala, der sagt, doch, doch, das, was Abu Hanifa, rahimahullah, sagt, ist nicht die Definition von Ahlus Sunnah und Jama'ah in Sachen Iman. Wie dem auch sei, mir geht es jetzt nicht um dieses Thema, wie dem auch sei. Was hält Ibn Baz von Abu Hanifa, rahimahullah? Sagt er, A'udhu billah, dieser Murji'jahmi irgendwas, oder Al-Albani, rahimahullah, oder Ibn Taymiyyah, der sagt, doch, doch, also man muss schon sagen, das ist nicht immer richtig. Wie ist jetzt die Haltung? Gehen wir davon aus, es wäre falsch. Gehen wir davon aus, es ist nicht nur eine sprachliche Angelegenheit, formulierst du so oder formulierst du so. Nee, es ist eine essentielle Angelegenheit. Wie gehen die Gelehrten jetzt damit um? Haben sie ihn abgestempelt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, er liegt in diesem einen Punkt falsch. Okay, dann sagen wir, Imam Abu Hanifa, ein gewaltiger Gelehrter, möge Allah mit ihm gnädig sein. Dieser eine Aspekt, der ist jetzt nicht richtig, aber ansonsten ist er ein Riesengelehrter. So gehen Gelehrte mit Gelehrten um. Aber dass du daherkommst und sagst, okay, Abu Hanifa,
Erstmal, die Gelehrten sind sich nicht einig, ob Abu Hanifa, Ahlus Sunnah, in diesem Punkt überhaupt widerspricht, inhaltlich oder nicht. Also das habe ich ja gerade erwähnt. Viele Gelehrte sagen, doch, es ist inhaltlich. Aber selbst wenn es inhaltlich wäre, sie ehren Al-Imam Abu Hanifa, rahimahullah, achten ihn, loben ihn. Und deswegen Al-Fawzan, rahimahullah ta'ala, als jemand er hat angefangen, der Fragende, über Abu Hanifa zu reden. Was ist deine Ansicht über Abu? Er hat ihn gar nicht aussprechen lassen, Sheikh Fawzan, hafizahullah. Er hat gesagt, Al-Imam Abu Hanifa, wie sagt man das jetzt, auch wenn die anderen es nicht hören wollen. Ja? Natürlich weiß Al-Fawzan, wie alle anderen Gelehrten, dass hier ein Aspekt, ein Aqida-Aspekt bei Imam Abu Hanifa, rahimahullah, höchstwahrscheinlich, wo er daneben liegt, ja, wo er nicht richtig liegt, aber trotzdem ist es ein großartiger Gelehrter. Und das, liebe Geschwister, müssen wir uns aneignen. Wir müssen uns erziehen, die Gelehrten zu respektieren. Bei jedem Gelehrten wirst du Fehler finden. Bei jedem Gelehrten. Kein Gelehrter ist ein Engel. Aber wenn du sagst, jeder Gelehrte, der einen Fehler hat, den stempel ich ab, dann war es das. Dann ist die Religion vorbei. Denn es wird immer etwas zu kritisieren geben, bei egal wem, außer beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir also diese Methodik nehmen, wenn es einen Fehler gibt, wegschmeißen, wer bleibt denn dann bitte schön übrig? Wenn wir sagen, schmeiß Abu Hanifa weg, wegen dem und dem. Und schmeiß An-Nawawi weg, wegen dem und dem. Und schmeiß As-Suyuti weg, wegen dem und dem. Und schmeiß Al-Qurtubi weg, wegen dem und dem. Und schmeiß das und 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 das. Woher sollen wir dann die Religion lernen? Wer hat denn bitte schön diese Religion vorangebracht? Unterlasse diesen einen Fehler, aber nehme das Richtige von diesem Gelehrten. Und bitte Allah für diesen Gelehrten um Vergebung. Denn deine Fehler sind bestimmt schlimmer als seine. Deine Fehler, der du dich als Richter hier anstellst, sind sicherlich viel gravierender als die Fehler dieser großen Gelehrten, die nicht absichtlich die Fehler machen wollten, sondern sich angestrengt haben, aber mal daneben lagen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit Al-Imam Abu Hanifa gnädig sein und möge Allah azza wa jalla ihm die höchsten Stufen des Paradieses geben und möge Allah uns mit ihm und den anderen Gelehrten, den Sahaba und den Propheten im Paradies vereinen. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.